Das GreenTech-Unternehmen Salzburg AG sensibilisiert und informiert nun schon seit einigen Jahren mit dem Schulprojekt Lebensadern Schülerinnen und Schüler zum Thema erneuerbare Energien. Frei nach dem Motto: Verstehen, Anwenden und Erleben. Ja, die Lebensadern, das ist eben das Angebot für Schulen, Oberstufenschulen ab der 9. Schulstufe. Und mit den Lebensadern tragt die Salzburg AG das Wissen zu 4 großen Themenfeldern in die Schulen, zu den Schülern. Themenfelder, die einfach in der Green Tech Company Salzburg AG Tagesgeschäft sind. Das ist Energie, das ist Wasserversorgung, das ist Telekommunikation und Mobilität. Und diese 4 Dinge sind eigentlich nicht nur Ressourcen, sondern es sind wirkliche Lebensadern, das bestimmt unser Leben. Sprich, wir bieten den Schülern Workshops, die vorher mit dem Professor, der Professorin abgesprochen sind, von der Schwerpunktsetzung, von der Ausrichtung. Super cool, dass wir die Möglichkeit dazu haben und dass wir da über solche Sachen informiert werden. Also ich finde das echt einfach toll. Also ich interessiere mich für die Themen Energie und so, die was sie eben präsentieren, weil das eben so momentan extreme Themen sind, die was sehr relevant sind. Und deswegen finde ich das eben so interessant, dass man da jetzt eine Infos drüber kriegt, mit denen ich was anfangen kann. Ja, also ich finde es viel cool, dass einmal ein anderes Thema behandelt wird, was nicht im Unterricht gemacht wird. Ich habe mich zum Beispiel für Mobilität entschieden, weil ich es interessant finde, wie es mit der E-Mobilität voranschreitet und wie sich das in der Zukunft entwickelt. Also Praxisbeispiele haben wir 2 Wege. Die klassische mit Arbeitsblättern, mit Gruppenarbeit, wo ja der Fragestellung entwickelt wird, die dann die Schüler ausarbeiten und dann gegenseitig präsentieren und sehen, aha, unterschiedliche Lösungen für die gleiche Frage. Und wir haben natürlich eine zweite neue Anwendung, die nennen wir Energized. Das ist eine interaktive App, eine Anwendung, aufbauend auf dem Escape Room Prinzip. Sprich, einer oder 2 Schüler gemeinsam auf einem Tablet bearbeiten eine Fragestellung in einem virtuellen Escape Room. An der HBLW in Saalfelden werden Themen und Lösungsansätze in Kleingruppen erarbeitet. Wir arbeiten aus, wie sie Auto, öffentliche Verkehrsmittel zu Fuß gehen, um in Vorradl fahren, auf die Umwelt auswirkt, wie es mit den CO2-Emissionen ausschaut und wie häufig das genutzt wird. Besonders der Unterschied zwischen Stadt und Land ist ganz interessant. Also wir haben jetzt das Praxisbeispiel eben Blackout. Und dazu machen wir eben jetzt eine Gruppenarbeit, in der wir Lösungsansätze finden sollen oder ins selber denken können, was beim Blackout passieren könnte und wie wir dazu erstehen. Bei den, beim Thema Wasser ist es Wasserversorgung, Wasserressourcen. Wie kann ich konkret sparsam, vernünftig mit Wasser umgehen? Telekom ist halt der Fokus auf Internet, also so Dinge wie halt die sozialen Medien, aber auch dieses Mobbing im Internet. Und bei der Mobilität gibt es immer die 2 großen Themen. Die individuelle Mobilität, also ich mit meinem Rad, mit meinem Auto, mit meinem zu Fuß gehen, oder halt die öffentliche Mobilität, sprich der Bus, die Bahn. Wenn Sie und Ihre Klasse Interesse am Schulprojekt Lebensadern haben, dann finden Sie dazu alle Informationen auf unserer Website.